Lieber Kai, der sonst die Nachrichten macht, der hat heute einen Redebeitrag, einen sehr interessanten, wie ich finde. Der verzögert sich noch ein paar Minuten. Deshalb wollte ich die Chance nochmal nutzen, wo wir heute so mit Dank und Spaß am Start waren, was ich vorhin vergessen hatte. Martin, genau. Ihr kennt bestimmt unseren Martin Klimke, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Er macht nicht nur orgatechnische Unterstützung etc. und treue Seele von Anfang an, sondern neuerdings, Ken hat es ja neulich erzählt mit Self-Print-Zeitung. Das Konzept ist nicht neu, aber es ist gut, dass wir nochmal das häufiger ansprechen. Und er hat zum Beispiel die Idee der selbstgedruckten Zeitung direkt aufgegriffen, was ich äußerst interessant finde. Martin, falls du mich hörst, komm doch mal bitte kurz ein bisschen vor. Da kannst du es eigentlich nämlich selber sagen. Jedenfalls heißt es die Berliner Montagspost, wie auch sonst. Friedenstäubchen drauf, erkennt man gleich, dass ihr, dass wir, dass das hier zugehört, da ist er. Und da sind verschiedenste Artikel, verschiedenste Inhalte. Das ist der Martin, hallo. Der hat übrigens schon mit Rio Reiser gerockt, wie geil, oder? Habt ihr das schon mal gehört? Ja, ja, Alter. Ich musste auch nochmal eingreifen. Rio Reiser. Und er ist seit Anfang an fast dabei und ist am Abbauen, am Aufbauen. Er ist einer, der wirklich, auf den man sich verlassen kann, der jeden Montag hier steht, egal wie schwer die Hüfte wehtut oder nicht. Ey, mein liebsten Respekt. Also wirklich. Allerdings, da können wir alle, die müssen, können sich da eine Scheibe abschneiden. Ja, sagt da einfach selber was dazu. Ich möchte das nämlich nur deshalb nochmal so populär promoten, damit ihr ganzen lieben, klugen Schreiber auch gerne ab und zu mal was für Papierarchiv druckt. Hier wäre eine Berliner Möglichkeit. Sag da noch mal ein paar Worte dazu, Martin. Hast ja schon alle gesagt. Im Prinzip wichtig ist, dass das auch kopiert weitergeht. Nicht nur hier, sondern dass die an die Leute kommt, die nicht hier sind. Dafür ist sie eigentlich gedacht. Ja, also kopieren, in Kneipen auslegen, beim Arzt mal liegen lassen, solche Geschichten. Den Rest hat Chris schon gesagt. Ja. Gut, Martin, Riesendanke von mir, Riesendanke vom Schwarm. Wirklich geile Sache. Ich bin mal gespannt, wie steil das Ding geht. Und von solchen Art Zeitungskonzepten kann es nicht genug geben. Der Kontakt, der steht dann hier auch auf der Zeitung, die liegt hier vorne aus, hinten, glaube ich, beim Infotisch auch, genau, da stehen alle Links drauf, alles, was ihr wissen müsst und wollt, das finde ich ziemlich cool. Danke, Martin. So, jetzt haben wir noch, weil unser lieber Kai noch eine Sekunde braucht, einen Gast, einen Friedensfreund aus Cottbus. Stell dich selber vor. Guten Abend, man nennt mich in Cottbus Regimekritiker Dracula von der Attack-Gruppe Cottbus. Und normalerweise treibe ich mich um diese Zeit in Cottbus auf der Mahnbach herum, bin aber heute mal dienstlich hier und möchte erstmal alle grüßen. Und ohne offiziellen Auftrag zu haben, grüße ich natürlich alle von der Mahnbach in Cottbus. Ich glaube, das kann ich auch machen. Mein persönlicher Wahlspruch dort ist, empört euch, vorher informiert euch, und dementsprechend haben wir auch einen Nachdenkseiten-Lesekreis aufgebaut, in dem wir auch einige Veranstaltungen machen, und einige Redebeiträge von uns sind auf unserer Attack-Seite einschließlich weiterer Links verlinkt. Ja, ich habe gestern mir das Interview von Putin im Fernsehen angeguckt. Ich musste allerdings sagen, die Anmoderation von Jauch, die hätte Karl Eduard von Schnitzler nicht besser machen können. Dementsprechend habe ich dann auch den Rest der Talkshow nicht mehr geguckt. So. Ich will heute wieder nach Cottbus. Ich danke für die Aufmerksamkeit und ja, wir machen weiter. Und somit übergebe ich mich wieder. Gut, ja, so ist es in der Wirklichkeit, ist nicht planbar. Und hier ist der Kai mit einer interessanten Rede, wie ich denke. Viel Spaß. Ja, hallo, ich bin der Kai. Ich mache ein bisschen die Nachrichten. Und zwar, die Nachrichten sind die, ich fange einfach mal damit an. Letzte Woche war es ja leider ein bisschen blöde mit dem Wetter und können wir diesen Montag leider nicht wiederholen, das, was ich da vorführen wollte. Deswegen mache ich es einfach mal direkt nur verbal, ohne Bildvorführung, ohne Film. Es geht darum, wir haben immer noch, gerade, ist jetzt mal gerade noch nicht mal eine Woche her, dass die Mauer vor 25 Jahren geöffnet wurde. Und ich muss dazu sagen, dass ich seitdem damals, was auch mein großer Wunsch war, viel gereist bin und habe auf meiner Reise dann über die Jahre hinweg mitbekommen, das, was uns eigentlich auch alle bewegt, warum wir eigentlich auch alle hier stehen. Und das ist nämlich der Fall, dass ich nämlich schon nach einem Jahr, nach 1990, bin ich nach Spanien gegangen, arbeiten zum Beispiel, bin nach Hause, wo ich herkomme, und musste meine Mutter fragen, weil es mir sehr seltsam vorkam, weil ich dort herzlich aufgenommen wurde von den Spaniern auf Mallorca, wo ich gearbeitet habe.
habe ich meine Mutter gefragt, weil ich hier zurückkam, kurz nach der Währungsunion. Das ist nämlich dann Währungsunion. Also, heute kann ich eigentlich nur noch schallend drüber lachen. Ja? Oder auch heulen. Komme zurück und frage meine Mutter schon damals, das ist mir jetzt in den letzten Jahren wieder eingefallen, nachdem ich irgendwann mal aufgehört habe, diesem System weiter beizuwohnen, warum denn die Menschen hier so komisch geworden sind, die Leute sind so anders. Und da habe ich meine Mutter das erste Mal sprachlos gesehen. Und dann hat sie gesagt, einfach nur sagen können, so, ja, ja, es ist so. Sie konnte nichts dazu sagen. Ja. Es fiel mir immer mehr auf in den Jahren, denn jetzt kommt das Paradoxe und auch das Schlimme eigentlich daran. Jahre später bin ich wieder, ich war dann auch danach nochmal wieder in Spanien arbeiten und dann nochmal ein Jahr und dann habe ich ein Leben hier geführt, ja, unter anderem auch direkt im System als Schaf, als Sklave, ja, obwohl ich 20 Jahre lang ja eigentlich auf der die Nachrichten hatte, die wir alle auf der östlichen Seite hatten, dass eben alles nicht so toll ist, auch nicht im Westen, ja, Kinder vom Bahnhof Zoo, das war so Pflichtlektüre. Und dann komme ich zurück nach Spanien und muss feststellen, das ist so ungefähr 15 Jahre später dann gewesen, wie ich wieder dort nochmal gearbeitet habe und dort andere Sachen gemacht habe, dass sich auch die mallorquinische Bevölkerung nach Einführung des Euros genauso verändert hat. Ja, es gab da damals die Peseten, 60 Peseten waren eine D-Mark, auf einmal war ein Euro ein Euro. Menschen ging es auf einmal viel zu, in Anführungsstrichen, zu gut. Ich habe dort leider menschlichen Niedergang erleben müssen, ob das nun in die höhere Sphäre ist, sprich zu viel Geld, ja, oder eben die anderen, die dann abgestürzt sind, zu wenig Geld. Vorher war dort sozialer Friede, der ist nun nicht mehr da, ja, den gibt es dort, also diese großen Unterschiede zwischen den Menschen in den sogenannten Schichten, der ist dann natürlich auch gewachsen durch diesen Euro, weil die einen immer mehr hatten und die anderen immer weniger. Das zieht sich bei mir durch mein ganzes Leben. Ich habe das in Thailand genauso erlebt, ja, vor 10 Jahren in Thailand, als der Tsunami war, war ich dort. Die Menschen waren wahnsinnig herzlich noch und immer noch, sind sie immer noch, aber es spielte nicht so eine große Rolle, es war nicht so intensiv, dass die Leute nach Geld regiert haben, ja. Das ist heute wiederum, nachdem ich jetzt vor 3 Jahren da war, war es dann schon wieder so, dass auch die Inflation dort gestiegen war, der Baht, der war dann weniger wert, ja, und es hat sich schon ganz komisch angefühlt. Die Menschen haben immer mehr versucht, die Touristen, ja, ich sag mal, abzuzocken, ne? Das war vorher nicht so intensiv der Fall. Vor 10 Jahren konnte ich noch meine Brieftasche ohne weiteres auf Koh Chang an der Bar, konnte ich die liegen lassen, ja, da ist nichts passiert, ich habe sie vergessen, ich kam zurück, sie waren immer noch da, die hätte keine angefangen. Fast. Das könnt ihr heute vergessen. Ja? Ich will damit eigentlich nur eins sagen, Geld verdirbt den Charakter. Ja? Und Geld ist Schuld. Und vor allen Dingen, das ist Zinssystem, das dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren, worum es jetzt wirklich geht bei der ganzen Sache. Denn letzten Endes versuchen sie uns auseinanderzutreiben. Es wird immer mehr versucht und wieder versucht, wo ich dann jetzt leider auf den nächsten Punkt kommen muss. Und zwar möchte ich einen Aufruf starten, denn wir haben in der Woche jetzt den zweiten Transport von Hilfsgütern in die Ukraine erfolgreich abgeschlossen. Der Björn und der Olli aus Hannover und Braunschweig, die waren hier und haben extra geholfen und genauso wie viele von den Mahnwachen hier. Da waren einige bei und haben geholfen. Da möchte ich mich nochmal bedanken dafür, dass das alles so toll geklappt hat dann noch an dem Tag, weil es ziemlich kompliziert auch war. Ja, auf jeden Fall Applaus für die Leute, die geholfen haben, für die Leute, die gespendet haben, für die Leute, die mit aufgerufen haben, die Leute, die mit organisiert haben und so weiter und so fort. Ja, also ganz toll.
Und jetzt kommt der Wermutstropfen. Dem Benny ist in Hannover dann einen Tag später ist dann ein Malheur passiert. Es wurde ihm sein das Friedensmobil, wenn ihr euch das anschaut, auf Mahnwachen helfen Berlin zum Beispiel, haben wir eine Fotoserie, ja, oder auch bei uns auf der Körperkultur Kunstkommune haben wir auch eine Fotoserie, wo man sieht, wer, wie und wie das abging, ja, mit diesem großen LKW, der dann aus Dortmund kam, vorher Frankfurt am Main. Und dort haben wir dieses Friedensmobil, da sieht man das, ja, das haben die Kinder bemalt mit Kinderhänden und Friedenstauben und Peace. Ein wunderschönes Friedensmobil, ja, das stand dann so neben der Rosi, ne, neben unserer Feuerwehr. Und wir haben uns alle wahnsinnig gefreut, zusammen zu sein. Der Björn und der Olli sind zwei ganz tolle Menschen, die sind ganz, ganz lieb und sind völlig selbstlos bei der Sache, haben sich auch verschuldet, ja, schon selber. Und jetzt muss ich leider sagen, sie haben dem Björn in der Nacht danach das Friedensmobil angezündet, wer auch immer das war. Es spielt keine Rolle. Der Björn sitzt momentan wirklich in der Patsche. Das Auto abgefackelterweise steht irgendwo rum, verursacht täglich obendrein auch noch Kosten. Und ich möchte jetzt das schon mal zu aufrufen. Es gibt ein Spendenkonto, das wird durch den Chris, der Chris Much, ja, das ist ein sehr guter Freund auch von dem Olli aus Braunschweig, der wird dieses Konto verwalten. Das werde ich übergeben, weil ich nämlich ab Donnerstag nicht mehr da bin, erstmal für einen Monat. Sonst hätte ich das in die Hand genommen, weil die tun mir echt leid, die beiden. Zumal, dass ich das erste Mal ist. So, dazu wollte ich nur aufrufen, das wird im Netz sein, dieser Spendenaufruf, damit erstens der Olli aus dieser Misere rauskommt und auf jeden Fall auch ein neues Friedensmobil angeschafft werden kann. Das war eh ein älteres Modell. Aber wichtig ist, dass dieses Mobil, das war mit in der Ukraine, ja, das wurde von Kindern hier bemalt für dort die Kinder, damit wir dort den Frieden hintragen. Ja, die Spenden gehen nach Donetsk direkt in das Krisengebiet, ja, zu den Menschen, die wirklich Hilfe brauchen. Wir merken, das ist jetzt schon wahnsinnig kalt hier. Dort ist schon richtig Winter. Ja. Und die Sachen sind dort und die kommen dort an. Und ich finde es eine Riesensauerei, wenn sowas passiert wie das jetzt mit dem Björn und dem Olli. Und deswegen, das Konto habe ich übrigens auch schon, das ist ein ehemaliges Geschäftskonto, als ich noch leider hier der kleine Fisch unter den Haien war. Mit dem Geschäft, was ich vorher hatte. Dort sind noch 300 Euro drauf, die belasse ich dort drauf. Ja, danke, lieber Kai. Ja, genau, so kannst du. Eigentlich ist ja Christian, ich finde aber eine Sache wichtig: Wir haben echt nur diesen einen Planeten. Und was viele vielleicht immer glauben, so von wegen Wasser kommt vom Himmel, es regnet oder so, keine Ahnung, oder es wird mehr, ganz entscheidend zu verstehen ist zum Beispiel, dass die Menge an Wasser auf diesem Planeten seit Millionen von Jahren gleich ist. Hier kommt kein Wasser dazu und hier geht auch kein Wasser weg. Dieses Ökosystem ist ein geschlossener Kreislauf. Versauen wir den einmal, haben wir keine Chance. Wir kriegen kein neues Wasser irgendwoher. Wir haben echt nur diesen einen Planeten. Da sollten wir drauf aufpassen. Also ich erwähne noch mal kurz, es gibt mittlerweile eine richtig geile App, die nennt sich Boykott. Okay? Also googelt mal im App Store, das gibt's auch für Android. Das nennt sich Boykott. Wie kaufen und boykottieren halt. Sekunde, gleich kannst du machen, wenn ich fertig bin. Okay. Buchstabier doch mal Boykott. Boykott. Genau, von kaufen abgeleitet, hervorragender Einwand. So, und damit kannst du Lebensmittel scannen. Du kannst sagen, okay, hör zu, ich möchte Produkte angezeigt bekommen, die Tierversuche machen. Ich möchte Produkte angezeigt bekommen, die GMO haben. Ich möchte Produkte angezeigt bekommen, die Monsanto oder Nestle sind. Nestle will Wasser privatisieren, ihr Lieben. Ne? Also Wasser zu privatisieren. In Afrika füllt Nestle auf der einen Seite Wasser ab, während auf der anderen Seite afrikanische Kinder verdursten, okay? Das ist Nestle. Die wollen sogar noch mit dem Grundrecht an Lebensgrundlage Wasser verdienen. Das ist wirklich, dieser Kapitalismus treibt ganz, ganz perverse Auswüchse. Ja, und dann beklebt von mir aus diese Lebensmittel mit einem Sticker, ob Friedenstaube, Mahnwache, Info, genau, was auch immer. Markiert irgendwie die Lebensmittel, die GMO enthalten oder sowas. Das ist auch noch eine Sache, die kann man machen. Wie gesagt, die Sahnenummer fand ich auch ganz lecker, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich bin ja gegen jede Art von Gewalt oder Sachbeschädigung. Aber das ist ja nicht kaputt. Das ist schön. Genau, es ist nichts kaputt. Angedacht. Alles super, aber die Message kommt an. Ich glaube, willst du noch was sagen? Einen können wir noch, aber dann sind wir soweit. Dankeschön. In Teams von 2 oder 3 Leuten mit unserer Zeitschrift jetzt durch die Essen und U-Bahn zu laufen und die einfach zu verteilen. Auch gut, na klar, direkt, ohne lange rumzufackeln.
Das haben wir in New York gemacht. Das war unglaublich. Wir sind mit unseren Schildern und Plakaten von der FED in die U-Bahn gestiegen und die Jungs, die in New York auf der Mahnwache stehen, die haben die Leute im Zug vollgequatscht, so fast. Das war unglaublich und die waren auch relativ interessiert. Also wie gesagt, das ist so das Ding. Jeder fragt immer, was kann er machen? Du kannst jeden Tag jemanden bewegen. Du kannst jeden Tag Inspiration sein und du kannst Vorbild sein. Was anderes kannst du sowieso nicht machen, außer Vorbild für andere zu sein und deine Entscheidung jeden Tag zu überdenken und im richtigen Augenblick die richtige Entscheidung zu treffen. Das ist die Zukunft zu ändern. Die Zukunft kannst du nur im Hier und Jetzt und in der Gegenwart ändern. Genau, so machen wir das. Und ich glaube, jetzt ist eigentlich ein super Moment, um einfach mal die Klappe zu halten. Schweigeminute. Bis gleich. Wie gesagt, Gründe genug, um auf die Straße zu gehen, habe ich euch genannt. Ihr kennt ihr selber, deswegen steht ihr hier. Das ist das Schöne dran. Also wie gesagt, bringt die Message unseres Volkes. Es geht wirklich nur um Informationen. Die Leute brauchen die richtigen Informationen. Alle unsere Probleme oder viele sind bildungsbedingt, informationsbedingt. Auch ein national denkender Mensch hat primär falsche Informationen und trifft deswegen diese Entscheidung. Die Sache ist es immer, die fehlerhaften Gedankenmuster zu bekämpfen, in Anführungsstrichelchen, niemals den Mensch zu bekämpfen. Den Mensch muss man immer mit offenen Armen empfangen, manchmal muss man aber an den Gedanken arbeiten und das natürlich auch jeder immer selber bei sich. Das ist das Wichtigste überhaupt. Ja, was die Gedankenmuster angeht, Dankbarkeit, Vergebung, Annehmen, was man hier bei mir auch auf der Tafel lesen kann. Ja, Vergebung ist eins der wichtigsten Sachen, die es gibt auf der Welt. Auch wenn das Annehmen. Wenn man nicht vergeben kann, verzeihen und vergeben, das wären ganz wichtige Sachen. Und dennoch ein bisschen Empathie, damit man sich da reinfühlen kann, wie es seinem Gegenüber geht. Oder den Menschen in Afrika oder in Indien, wenn sie unsere Kleider nähen müssen. Wir könnten so vieles nicht mehr machen, würden wir wieder die Empathie haben, die eigentlich in jedem Menschen drin ist, die aber durch viel Fernsehen und viele Morde und viele schreckliche Sachen, die passieren. Also wie gesagt, ich weiß auch, es ist immer sehr schwer, Leute zu überzeugen, auf die Straße zu gehen. Versucht ihnen klarzumachen, dass die Welt so wie sie ist, und die ist schon ziemlich scheiße, wenn man es mal verstanden hat, nicht mal so bleibt, wie sie ist. Und dass es eigentlich nicht besser wird. Exponentielles Wachstum von Schulden, große Schuldenlasten in ganz Europa. Das Ding fliegt uns irgendwann mit einem Krachen um die Ohren, wenn wir es nicht vorher schaffen, mit genug Menschen auf der Straße und in ganz Europa das Ding zu kippen, was hier angestoßen wurde. Ja, jetzt habe ich schon wieder viel zu viel gelabert. Ihr Lieben, kommt gut nach Hause nach dem schönen Musikakt von Photon. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Geht weiter auf die Straße, bleibt dabei, ihr Lieben. Danke.